Tschüsschen. Hi Leute und herzlich willkommen bei Teasy. Herr Broski, ihr hört's, der hat volle Stimmen da drüben. Ihr wisst ja, Freunde, ihr habt's mitbekommen, wir waren übers Wochenende auf Malle. Und boah, es Alter, gab leider lang. Ein paar. Ah, der war richtig lang. Es gab leider ein paar Verluste. Die Mau der Arme ist Corona-positiv, dem geht's gar nicht gut. Mir geht's auch nicht so dolle, aber ich bin zum Glück noch negativ und bis auf die Stimme und so ein bisschen den Kopf geht's eigentlich noch so weit. Nichtsdestotrotz, Freunde, es ist Dienstag, Hell's been Discard. Ich muss mal bitte unsere Ehre irgendwie hier aufrechterhalten. In letzter Zeit mussten wir sehr, sehr viel Discarden. Hier in Grünstadt stehen dunkle Wolken über dem Discard. Ne? Und deswegen, Freunde, gibt es ein schönes Serie A Hellspin Discard. Ihr seht hier dieses wunderschöne Rad. Wir haben hier zwei Spieler im Draft Discarden. Ist dann so wie bei Draft to Discard. Wir haben Dybala drauf, Icon Moments, Koulibaly, Rafael Leao. Wir haben den Switch, Theo Hernandez. Das Rad sieht wieder richtig, richtig widerlich aus. Und Broski, wie geht es dir eigentlich da drüben? Freunde, erstmal ein Hashtag gute Besserung in die Kommentare für Timau und auch für Simau. Der Ehrenmann geht gleich ins Bett und nimmt noch für euch ein Video auf. Ich finde, da kann man mal gute Besserung sagen. Ich sage auch gute Besserung. Ja? Danke. Wir sind ja hier Rivalen und das ist jetzt gleich wieder 10 Minuten lang ehrenlos. Da werde ich auch auf nichts Rücksicht nehmen. Aber außerhalb von diesem Draft und von diesem Rat hier möchte ich dann doch gute Besserung sagen. Sehr vorbildlich. Es tut mir ein bisschen leid, weil die Männer sind krank und trotzdem muss ich das fühlt sich nicht gut an, gegen kranke Leute zu kämpfen, aber wir machen das. Willst du vielleicht noch was sagen über die Folge, die bei dir um 13 Uhr online kam? Ich würde sagen, guckt es euch nicht an. Nein, guckt es euch nicht an. Ich würde sagen, wir gehen rein, Serie A, Tots plus 1, ich muss mich jetzt konzentrieren. Scheiße, was nehme ich denn jetzt hier mit? Die hier oder die hier? Ich gehe mit der hier. Ich teste die hier. Rafael Leao oder so. Ich krieg Harry Maguire. Das wäre wunderbar. Digga, das wäre wunderbar. Bester Mann, Harry Maguire. Damit gewinnt man jeden. Gestern beim Abschiedsspiel habe ich auch einen Harry Maguire gemacht. Habe auch ein Gegentor verschuldet. Hast du einer gemacht? Ja, ich habe ein Gegentor verschuldet. Hab einen Ball gekriegt und nicht in den Rückspiegel geguckt. Aber es passiert am besten. Kommt ehrlicherweise gesagt vor. Digga, wieso kriege ich so viele Infos? Ich habe zwei Zweikämpfe gegen Darius Wosch gewonnen, Junge. Und das schreibe ich in meine Maschine, Karte. Alter. Das kannst du in deinen Lebenslauf reinschreiben. Ey, aber der war noch richtig krass, ne? Der ist so flink unterwegs. Das war echt heftig, ohne Scheiß. Also mein ganz ehrlich, die Fußballer, egal wie alt sie sind, die verlieren nie. Die verlieren nie in Glanz. Wenn du einmal kicken kannst, dann kannst du es immer. Ausdauer vielleicht ein bisschen am Choken, aber wenn du einmal kicken kannst, dann kannst du es immer. Ausdauer und Schnelligkeit. Ansonsten, Junge, die waren so am Ballen, Bruder. Das war geisteskrank. Digga, baue ich hier ein Inform-Draft? Was ist dann das? Es geht mir hier dezent aufs Arschloch. Es kommen nur Inform-Karten. Haben die irgendwas in den Drafts geändert? Oder waren die auch alle auf Malle? Ich weiß noch, damals bei meinem alten Merch-Anbieter gab es so eine Aktion. Alle auf Malle. Erstes YouTube-Event, wo ich jemals war. Geil. Ich weiß es sogar noch. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie der Merch-Anbieter hieß. Komm, bitte gib mir was. Was mache ich denn hier? Kann ich alles nicht mitnehmen? Muss ihn hier mitnehmen. Es gibt ein richtiges trostloses Draft, wenn ich hier nichts Gescheites gönnen würde. Aktuell sind wir echt ein bisschen im Loch. Sag ich ehrlich. Ja. Sag ich ehrlich. Ich weiß auch noch nicht ganz, wo ich hier hin will. Nicht so ganz ehrlich sein. Wen soll ich hier mitnehmen? Ich kann nur die Reisschüssel hier mitnehmen. Es bringt mir sonst nichts anderes. Das ist weg. Ich habe halt ein bisschen Angst davor, gleich irgendwie ein Serie A-Tot zu kriegen, weil wie soll ich den Scheiß einbauen? Ich habe keinen einzigen Serie A-Spieler hier. Ja, was soll ich tun? Aber ich glaube, die gibt's gar nicht. Ich glaube, die gibt's gar nicht im Draft. Naja, Real Talk. Ich glaube auch, die sind erfunden. Ich krieg hier die Belgier. Ich krieg hier. Ihn hier kann ich halt reinmachen. Immerhin. Geiles Kartendesign. Aber irgendwie. Scheiß Chibi aber. Perfekt. Komm bitte, EA Sports, gib doch was Gescheites. Jetzt krieg ich einen Dybala, aber als Foot Birthday. Er bringt mir doch gar nichts. Trotzdem mitnehmen. Lars Ricken, ich hab einen Solskjaer. Ein Ole. Ole Gönes Hülskjaer. In Ole. Oh, Endo Ehrenmann. Oh, Lars Ricken kommt bei mir auch vorbei. Bruder, ich schwöre es dir, es gibt keine Serie Athos. Das ist ein Hump. Wirklich, das gibt's nicht. FIFA-Mysterium ist aufgedeckt, gibt's nicht. Perfekt. Das war's schon wieder hier. Das sieht sogar Chemie hier ab. Fuck my life. Guckt euch das an. Wen soll ich hier auswählen? Radetzky. 83er Radetzky. Das ist big, zur Not nehme ich ihn halt, ne? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Das war's. Männer, ich brauche Außenverteidiger. Das war's. Oh mein Gott, was ist das?
Wenn ich jetzt keinen Innenverteidiger kriege, habe ich ein Problem. Kriege ich das hier irgendwie rumgedeichselt? Es war klar. Es war klar, dass die mich ficken werden. Ja. Es war einfach klar. Ich muss Risiko hier gehen. Ich muss es so abholen. Das hat gar keinen Sinn. Höher komme ich nicht. Was anderes ändern kann ich hier auch nicht. Ehrlich nicht auf volle Chemie. Halt dein schandiges Schandmaul. Kommst du nicht auf Chemie? Ich probiere es gerade noch aus. Also entweder übersehe ich hier irgendwas und die Kommentare werden voll sein. Oder ich kann nicht mehr machen. Und wenn ich nicht mehr machen kann, ist es auch nicht gut. Ich glaube, ich gehe rutschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, ich hole mal einen Manager ab. Okay, hole ich auch einen Manager ab. Bitte, ich muss kann auch ein bisschen machen. Ich überhaupt? Ja, ich brauche halt englischen Manager aus der Premier League wahrscheinlich. Die haben mich gefickt. Ja, immerhin. Also ich weiß nicht, ob es reicht. Selbst wenn sie dich gefickt haben. Bro, die haben mich gefickt. Ich nehme die Brilleträger mit. Ich hätte einen Manager aus der Premier League gebraucht, um einen 190er zu haben. So habe ich sogar nur einen 189er. Oh, und damit gehen wir ins Stechen, weil ich habe auch nur 189. Digga, ich hätte so 189 safe gehabt. Hab dann Salah in die IV gemacht, um immerhin noch zu hoffen, dass er dann halt mit Manager auf 190 kommt. Und sie geben mir keinen Premier League Manager. Ey, wollen wir es wieder... Es tut mir eigentlich nicht leid, weil ich bin froh, dass ich im Stechen bin. Wollen wir es wieder so machen? Wir packen die 11 besten Spieler bei uns in die Startelf. Ja. Und dann Rating. Ja, so machen wir es. Okay, Freunde, wir gehen ins Stechen, 11 besten Spieler rein und dann gib ihm. Aber ich glaube, ich lasse es so. Okay, sag du als erstes die Position für mich. Was für eine Aufstellung hast du? 4-3-3 mit dem ZTM und 2 ZMs. Die fünfte ist das. 2 ZTMs, okay. Hätte ich gern... Ah, nee, mit einem ZTM. Sorry. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Linker Innenverteidiger, bitte. Ich hätte gern deinen... Was spielst du für eine Formation? 4-3-2-1. Ich hätte gern einen rechten Verteidiger. Okay. Bei mir ist es Cancelo Headliner 91. Oh Digga, bei mir ist es Toti De Bruyne 96, du Ehrenmann! Let's go! Ich soll ins Bett, Alter. Ich hab so reingelackt. Das war die beste Karte in meiner Startaufstellung. Freunde, ich hab so glücklich. Es tut mir ehrlich. Nee, es hat einfach keinen Sinn heute. Es hat einfach keinen Sinn. Es gibt so Tage. Musst du durch. Es gibt so Tage. Digga, es hat einfach keinen Sinn. Manchmal muss man so einen Tag dann auch einfach frühzeitig um 11 Uhr beenden. Er hat einfach keinen Sinn. Okay. Hey, wer jetzt kommt die Switch? Sei ehrlich. Let's go! Der Tag ist doch noch gut. Dann dreh ich. Halt's Maul. So ein Mühe vom Theo. Ach, Bruder. Alter, was ist das? Was ist das für eine Aufnahme? Was ist das denn für eine Scheiße? Meister, es ist schon wieder auf dem Switch stehen geblieben. Was ist denn das? Was ist denn das? Es ist einfach in Leao hängen geblieben. Let's go! Ich geh ins Bett. Was ist das denn? Das kannst du keinem erzählen. Du verarschst dich ehrlich nicht. Nein. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem mehr erzählen. Oder was ist das? Weiter geht's. Hat einfach keinen Sinn. Weiter geht's. Come on. Ey Bro, das ist gefaked, das ist schon wieder ein Switch. Das ist gefaked. Halt! Mir kann, du musst es uncut hochladen. Die denken, das ist gefaked, das ist schon wieder ein Switch. Was ist das? Halt dein Maul. Wirklich? Es ist wirklich wieder ein Switch. Bruder, was ist das? Hattest du jetzt wirklich auch einen Switch oder hast du mich verarscht? Ja, ey, natürlich. Nein. Wie wahrscheinlich ist es denn? Was ist das? Hä? Schau, ich mach hier Verarsche, wenn es um die Spieler geht. Okay, dreh ich wieder. Digga, die denken, das ist wirklich fake, ne? Bitte, wenn es jetzt auf dem Switch stehen bleibt, dann schmeiß ich das Rad um. Holy shit, Digga. Es ist kurz vor Rafael Leao stehen geblieben. Nein, es ist ein Koulibaly. Hattest du ein Glück, aber was war das denn? Es ist mir scheißegal, was da kam. Immerhin, es kam kein Switch.
Bruder, was ist? Was war das denn? Hey, wir sind hier irgendwo versteckt. Kameras, das stimmt mich gerade gar nicht. Uns verarscht hier jemand. Haben wir irgendwie so einen Satan raufbeschworen oder so? Das kannst du keinem erzählen. Ich glaube, wir haben gerade einen Ticken Hatter gedreht. Wir haben die Discard-Geister gerufen. Was war das denn? Also mir kann, ich bitte dich, dass du diese drei Radschwünge direkt hintereinander, also dass du die Uncut reinschneidest. Weil das Das glaubt uns kein Mensch. Was ist das denn, Junge? Deswegen ist mir egal, es ist der günstigste, aber das ist mir egal, das fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Junge, das war einfach die spannendste Folge aller Zeiten, so einfach stechen wegen Chemie, den du den Punkt nicht gekriegt hast und dann einfach dreimal Switch und ich bin drauf. Okay, ist da was Teures dabei? I prefer not to speak. Ich nehme die 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es ist, glaube ich, ein marktgerechter Preis und das ist nach dem ganzen Drama okay. Das sind 536.000 Münzen. Da kann ich so erstmal mitleben. Der teuerste war aber auch nur 700.000. Ich habe echt Glück gehabt, muss man ja ehrlich sagen. Ja, ist aber okay. Ganz ehrlich, bin ich mit zufrieden, bin ich fein. Ich musste discarden nach der Aufnahme. Nach der Aufnahme, es wäre eigentlich typisch gewesen. Wäre hier noch ein scheiß leer Auge kommen, Alter. Ja, das wäre wirklich. Und es war, Digga, es war so knapp. Muss mir kein Augen reinmachen. Das Ding hat sich schon gebogen, ist dann wieder zurückgesprungen. So, Kolibali ist drin, meine Freunde. Rest in Peace, Bruder, aber das ist in Ordnung für mich. Ich habe hier Schlimmeres befürchtet und erwartet. Ich glaube, wir sind raus. Gute Besserung an die Teasies. Ich gönne ihnen diese Serie, was auch immer hier passiert ist. Ich bin einfach nur kaputt. Ich bin einfach nur kaputt. Ja, Freunde, und wie gesagt, ich denke, heute gibt es dann keinen Stream. Ich glaube, das würde ich auch noch nicht ausstehen. Stream gibt es spätestens dann wieder am Freitag. Und ich gucke, dass auf jeden Fall dann am Donnerstag wieder ein Video kommt. Und dann kriegen wir die Woche hier auch durch, Freunde. Und dann geht es uns auch wieder besser. Dann können wir wieder voll hier rein starten. Haut's da rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gute Besserung, Timau und Simau.